Okay, hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation zu unserem Projekt wannsollichlüften.de, was erarbeitet wurde von Julie, Leandro und mir. Und zwar, wer es noch nicht aus unserem Projekttitel herausgelesen hat, und zwar, hier ist nochmal für die Leute die Fragestellung, und zwar, wie kann ich so lüften, dass ich die bestmögliche Luft in meinem Haus/Wohnung habe? Und zwar haben wir dazu eine Website programmiert, die diverse Daten über die Luftqualität in verschiedenen Städten sozusagen anzeigt. Das beantwortet also dann die Frage, soll ich gerade lüften? Julie, kannst du das Ganze nochmal wiederholen? Hier gab es gerade ein paar. Ah, doch nicht? Julie, warte noch ein bisschen. Technische Probleme. Wird da drum gewuselt. Das scheint falsch zu sein. So, jetzt. Julie, kannst du das nochmal jetzt nochmal von neu anfangen? Kann man mich hören? Du kannst jetzt anfangen, Julie. Kein Problem. Okay, also genau. Datentechnologie. Wir haben ein Python-Backend benutzt. Wie ihr vorhin schon erfahren habt, das Backend ist der Teil, den der User nicht sehen kann, der aber ausschlaggebend ist. Und dieses Backend haben wir programmiert in der sehr beliebten Programmiersprache Python. Und wir bedienen uns an offenen Luftdaten. Also die sind im Internet für jeden zugänglich. Und wir haben anhand von diesen Luftdaten eine eigene Skala erstellt, anhand derer wir quasi entscheiden, ob die Luftqualität gerade gut oder schlecht ist. Die wird durch mehrere Faktoren, wie zum Beispiel den Feinstaubgehalt bestimmt. Und als Frontend, also wie ihr auch schon erfahren habt, den Teil, den der Benutzer dann auch wirklich benutzen und sehen kann und mit dem er interagieren kann, da haben wir, wie du es gesagt hast, eine Webseite gebaut mit Bootstrap. Und genau, auch eine ganz wichtige Technologie, die wir verwendet haben, sind unsere lieben Alpakas. Danke an der Stelle an Michelle, der die erstellt hat. Okay, jetzt kommen wir zu der Live-Demo. Also, hier sieht man die Startseite unserer Website. Gibt man jetzt hier zum Beispiel einmal Köln ein, dann ist das Lama glücklich, weil die Luftqualität 10 von 10 ist, wird dann auch gesagt, wann sollte ich lüften? Jetzt sofort, weil es halt super Qualität ist im Moment. Man sieht auch den Stationsnamen und wann das letzte Update war. Gibt man jetzt zum Beispiel eine Stadt ein, bei der die Luftqualität etwas schlechter ist, wie zum Beispiel Beijing, dann ist das Lama traurig und sagt, dass man erst morgen lüften sollte, weil die Luftqualität ziemlich schlecht ist. Ach so, und dass das mit diesem letzten Update nicht verwirrend ist, das ist wegen der Zeitverschiebung. Und angenommen, man sollte jetzt aus Versehen statt Köln Göln eingeben oder was weiß ich, irgendeinen Stadtnamen, den es halt nicht gibt. Dann sollte dort stehen, dass es für diese Stadt keine Daten verfügbar sind. Genau.
Screenshots. Bei einem Projekt ist es eigentlich nie so, dass man direkt, ja, dass es direkt zu Ende ist und dass man dann fertig ist. Es gibt immer noch Sachen, die man verbessern kann. Und die haben wir auch einmal zusammengefasst, Ausblick und offene Punkte. Wir haben uns auch überlegt, es wäre bestimmt sehr schön, wenn man einen Graphen, also ein Diagramm auf der Webseite hätte, die die Qualität über die Zeit angibt und Zukunftsausblicke für jede Stunde oder auch für den nächsten Tag, sodass man schon ungefähr voraussagen kann, wann man denn lüften sollte. Und auch eine kleine Hardware-Erweiterung, die wir uns überlegt hätten, wäre ein sich automatisch öffnendes Fenster. Wäre auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel gerade nicht zu Hause ist, aber die Luftqualität eine 10 von 10 ist. Genau. Oder natürlich eine Benachrichtigung, zum Beispiel per E-Mail oder als Push-Up-Benachrichtigung, die einem direkt sagt, jetzt solltest du lüften. Dankesredung. Und zwar bedanken wir uns bei unseren Mentoren Marcel, Jonas und David und natürlich beim Orga-Team. Vielen Dank fürs Zuhören.